Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Kerbal Space Program. Ich habe mir eine kleine Rakete gebaut, um in den Orbit zu fliegen. Das habe ich on camera gemacht. Ich habe das Ding sogar bis in den Orbit gebracht, aber dann ist mir das Spiel abgestürzt und die Aufnahme ist kaputt gegangen. Weniger angenehm. Na, die wackelt ein bisschen, aber... Also, ich habe nicht diese Version in den Orbit gebracht, sondern eine leicht andere. Mal gucken, ob ich es mit dieser wiederholen kann. Würde ich sagen, starten wir nochmal. Wollen wir starten? Ja. Das Ding ist halt ein bisschen mächtiger. Dafür kann ich es vermutlich kippen, ohne dass... Nein! Nope! Nein, kippen wir nicht drin. Das hätte ich ahnen können. Ich hab die Schnauze voll. Die Aerodynamik wurde gefixt. Die Sarcasm Codes, die ich mit meinen Fingern gemacht habe, sieht niemand, aber gefixt. Ich warte auf den nächsten Hotfix, der das vielleicht ein bisschen bereinigt. Die Atmosphäre ist anscheinend ganz schön arschig geworden. Vielleicht drehe ich mich einfach ein bisschen später. Später. Ich meine später. Vielleicht warte ich mal so bis 3 Kilometer. Wenn ich natürlich weiß, dass es klüger ist, sich ein bisschen eher zu drehen. Whoop. Nope. Ich Idiot, hab vergessen, die Rakete in der Mitte mitzuzünden. Revert Flight. Revert to Launch. Wo wir bei Idiotie sind. So. Habe das Gefühl, diese Fins brauche ich nicht. Vielleicht sind die sogar das Problem. Na, wahrscheinlich nicht. Viel besser zu handeln. Ich bin nicht gerade langsam. Und ich habe schon eine ordentliche Apoapsis, aber nicht so, wie ich es mir wünschen würde, sage ich mal. Nicht sehr breit. Im Grunde genommen fliege ich gerade hoch in den Orbit und was ich gerade gemacht habe, war auch Quatsch. Brauche mich hier doch noch nicht drehen. Na komm, 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 komm. Space! Space. Da habe ich einen Mystery Goo Container drin versteckt. Keep Data. So. So ein bisschen bis zu meiner Apoapsis.
und Vollgas. Ich hätte ein bisschen früher burnen sollen. Ich darf halt nicht unter 70 Kilometer fallen. Bevor ich den Orbit nicht erreicht habe. Ach komm. Mach keinen Quatsch. Orbit sollte drin sein. Ah, ja. Und zack. Orbit. Noch ein paar andere Dinge. Oh. Speed Record habe ich eben schon versucht und nicht geschafft. Was ich nicht verstehe. Bringen wir das Baby nach Hause und hoffen, dass mir die Kiste nicht wieder abstürzt. Aber flach. Ich möchte einen flachen Eintrittswinkel. Und so. Ich dachte schon, es crasht wieder, aber nein, es crasht nicht. Retrograde drehen, weil ich bremsen will. Ich warte mal, bis ich so auf 30 Kilometer runter bin, denke ich. Ah, 30 klingt ein bisschen falsch. Wann fange ich denn an zu brennen? Also wann kriege ich überhaupt atmosphärische Effekte? Na, ich denke, bei 40 Kilometer kann ich mal anfangen zu bremsen. So, langsam den Bremsvorgang einleiten. Ich kriege auch die ersten atmosphärischen Effekte. Schneller bremsen, weil ich die Stage gleich abschmeißen muss. Puh, ich habe noch ganz schön viel Fuel. Super, da hätte ich mir das Heat Shield auch echt sparen können. Dachte ich. Oh. Heat Shield.
Aber kleiner machen. Ich hätte es kleiner machen können. Ich brauche wahrscheinlich 30. 30 Ablator. Oder Zero. Werde immer langsamer, immer langsamer. Vielleicht sollte ich den Parachute langsam mal öffnen. Wenn die Atmosphäre ein bisschen dicker ist. Ich hoffe, es reißt mir den jetzt nicht weg. F5. Nein. Oh. Das knallt. Juhu. Super. Das Heat Shield hat sich richtig, richtig gelohnt. Ja, Electric Charge wäre ein bisschen weniger, aber für ihn juckt das schon. Er ist aber ganz schön spät aufgegangen. Oh. Bloß nicht umkippen und rollen. Kann ich eigentlich aussteigen? EVA Report. Wurde mir nicht eben Climb angeboten als Möglichkeit? B wie Board. Und noch ein Crew Report hinterher. Recover Vessel. Ich werde wahrscheinlich nicht sehr viel Kohle wiederbekommen. Aber ich bin da trotzdem mit einem deutlichen Plus raus. Oh, und einiges an Science. Mehr als ich gedacht hätte. Crew? Advance to Level 1. Wuhu! Ja, jetzt habe ich einen Piloten auf Level 1. Ich brauche aber tatsächlich bei Zeit noch einen Scientist. So, was habe ich denn gesagt, was ich von hier haben möchte? Struts. Rocomax Brand Decoupler. Mhm. Wann kriege ich denn Rocomax-Teile hier? Ja, so hier. Gucken wir doch erstmal, was als nächstes überhaupt ansteht, bevor ich irgendwas forsche und es dann nicht benutzen kann. Ah, genau. Ja, klar. Moon Exploration Touristen. Und ein Flea Solid Fuel Booster. Landed at Kerbin. Ja, alles klar. Machen wir. Was kriege ich dafür? 4500. Läuft. Ah, da. So. Mir fehlt nämlich noch etwas an Science, was ich nicht gemacht habe. Der Flea ist es, oder? Fuel Tank. Nee, Engines. Flea. Flea. Wie heißt der andere? Hammer. Hammer Time! TWS. Boah. 7,6. Gar kein Problem.
Moment mal. Was kostet mich diese Rakete? Na, ah, ist egal. Das werde ich in Zukunft immer in eine eigene Stage tun. Mal ordentlich auf T drücken. Ich meine, bremsen kann ich eh nicht, aber... Ich glaube, ich habe gleich meine größte Höhe erreicht, wenn das auf Null fällt etwa. Und zwar jetzt. Tada! Ein Crew Report brauche ich hier nicht machen. Ach, komm. So. Das hätte auch schief gehen können, wenn das aufs Launchpad geknallt wäre. Oh. Das wollte ich. War doch ein bisschen häufig. Na komm. Komm schon. Komm schon. Tada! Recover Vessel. Hätte vielleicht einen seiner Kumpels hochschießen sollen. Ja, 17,5 Science. 1902 wiederbekommen und Vertrag erfüllt. Was habe ich denn für die Rakete gezahlt? 700. Und habe dafür 4500 bekommen. Ja, ist jetzt kein großer Zuwachs an Funds, aber man nimmt, was man kriegen kann. Rocomax brand decoupler at the launch site. Kerbin launch site. Gibt mir ein Science und ein bisschen Geld. Und den nehme ich auch. Okay, Rocomax und TT-38K. Rocomax Brand Decoupler. Was ist der TT-38K? Der. Na komm. Dann erst der, dann der. Fallschirm brauche ich nicht. Mal gucken, ob das reicht. Oh. Kerbin und Launch Site. Hat funktioniert! Wie albern. Wie unglaublich albern. Gut. Science Data from Space Around Kerbin.
Muss ich tatsächlich Science Data finden? Space Around Kerbin ist auch immer so eine Sache. Na komm, nehmen wir den auch noch mit. Nur weil es so schön ist. Das ist doch der ganz große, oder nicht? Also. Ach, herrlich. Moment mal. Puh, wie ist das denn mit diesem Fallschirm? Wenn der Fallschirm zu teuer ist. Ah! Da? Nein, Utility. Nope. Gerade Schwierigkeiten mit dem Plan. Ah nein, alles super, alles dufte. Oh. Wait a minute. Solange das Ding nicht das KSC trifft, ist alles gut. Nein, ich glaube, es hat sich in Richtung Meer rausgeschossen. Wunderschön. Ich weiß noch, ganz früher war KSP für mich einfach der Explosionssimulator. Und es ist schon schön, wenn man mal wieder zu dieser Zeit zurückgehen kann. Ach ja. Kriege ich denn eigentlich dafür? Oh. Badam! Jetzt Recover Vessel. Ganz schnell Recover Vessel. Ah, das überlebt er nicht. 30 Meter ist ein bisschen viel. 33 Meter pro Sekunde. Ja. Crashed into Terrain. Großartig. Space Center. Was genau mache ich eigentlich? Ach so, ich brauche 90 Science. Irgendwie habe ich zu wenig Science. Das ging auch schon mal besser. Was mache ich hier überhaupt? Es wird mir überhaupt nichts helfen, wenn ich da rumlungere. Visual Surveys of Kerbin. Das kenne ich. Das läuft überhaupt nicht. Weasley Basic Jet Engine. Alles klar. Der Hammer und der Stack Decoupler im Flight over Kerbin. Oh, der gibt sogar gut Kohle. Was machen wir denn da am klügsten? Ich soll den testen. Das mache ich.
soll auch den testen. Aber ich glaube, der wird nicht reichen, um die Parameter zu erfüllen, die ich bei dem anderen Vertrag habe. Ich meine, testen kann ich's und im Notfall reverten. Nee, das wird nicht klappen. Oh. Nee, AirPorApps fällt zu schnell. Schade. Revert Flight, Revert to Launch. Quatsch. Revert Flight, Revert to Vehicle Assembly. Ich brauche ja nicht viel, um diese Höhe zu erreichen, die ich erreichen möchte. Jetzt sind wir ein bisschen generös. Ich hätte gerne eine kleinere Engine zur Verfügung. Launch. Staging kontrollieren. Nein, das wäre fatal. Zack, zack. Zack, zack. Wollen wir doch mal gucken, ob das reicht. Wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin zu schnell. Deutlich zu schnell. Immer noch zu schnell. Ach so, nee, eigentlich nicht. Muss die Geschwindigkeit halten, bis ich meine Zielhöhe erreiche. Haben wir bald. So. Irgendwie ziemlich dunkle Wolken dafür, dass die Sonne so am Himmel steht. Es ist früher Morgen, oder? Ein Tag. Ah, 8 Uhr morgens anscheinend. Alte Jeb, wie er sich freut. Ich sollte mal den Fallschirm öffnen. Das hätte auch schief gehen können. Komm ein Stück rüber. Na. Dann halt nicht. Vor dem VAB gelandet. Gut. Let's go. So.
Ah, so laut, so laut. Oh, gut, was aus Science rausgeholt. Was kostet die nächste Stufe? 90. Ich habe 75. Das bringt ja auch alles nichts. Ich meine, das wäre schön, aber kein Muss. Das hätte ich gerne. Nein, Moment. Das. Was mir nichts bringt, wenn ich kein... Doch, das ist eine... große Engine. Oder? Steht da irgendwo, wie groß die ist? Ich sehe es nicht. Naja. Gut. Dann haben wir ein bisschen was an Geld reingeholt, ein bisschen was an Science. Ja, ich denke, ein paar Grinding-Verträge werde ich noch off-camera machen. Das ist ja wirklich nichts Großes. Ich möchte ja nur an Geld und Science kommen. Und dann vielleicht ein bisschen was Größeres wieder on camera. Ich werde mal schauen. Auf jeden Fall bedanke ich mich sehr fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!